mal unter den Nagel reißt. Ja, Scrampy kenne ich ja auch schon länger. Ich habe ja damals gegen Stofftiere ein, zwei Mal gecastet. Jetzt das gegnerische Team hat mich angefragt. Deswegen sind einige Namen hier geläufig. Sie sind ja auf Highway Knife. Da sieht man auch sehr, sehr selten, dass auf Highway Knife wird. Da packen sie sich zu zweit einen. Und jetzt ist nur noch Max auf Monarchs Seite. Kann da die beiden Knives nicht mehr setzen. Dadurch geht die Knife Round an United Gaming. Seitenwahl bei ihnen. Möchten stayen, möchten auf CT-Seite starten. Und damit können wir dann jetzt ins Match gehen. Machen wir nochmal den Ingame-Sound ein bisschen lauter. Jetzt sehen wir hier drei über Door, zwei Main. Soll hier schnell Richtung A gehen, da kommt noch direkt der Go. Max jetzt hier direkt am Yellow Bombe wird gelegt. Ja, da hat er einen auf jeden Fall gesehen am K. Wird direkt zu viert Main verschoben. Bombe liegt für Main. Ja, Bombe liegt für Main. Und was ein Klick hier von Legion. Und Main ist abgesmoked, gibt ihn eine sehr, sehr gute Position. Quad fällt auch direkt. Und es ist ja ein 4-on-3. Da muss der Frag jetzt sitzen. Peter mit einem Scrampy rettet ihn danach und da sitzt der letzte Frag. Er wurde sogar angeknifft, habe ich da gehört. Max fällt dann an. Wami 1-0 für United Gaming. Also bei mir leckt gar nichts, Puma. Meine Forscher leckt nicht, mein Spiel leckt nicht und mein eigener Stream leckt nicht. Also da kann ich nichts für. Nichts mitzukriegen. Das ist dein Internet. So, bauen sich jetzt hier vor B auf, zu fünft liegt erstmal eine Smoke. Gehen jetzt hier durch die Smoke, wir sehen in Checkers rein. Scrampy steht schon rechts im Eck und der wird, der fällt nicht. Scrampy kann da sogar einen machen. Kommt direkt die Farmers on Spot von Mev, kann er noch einen machen und jetzt ist er last alive. Nur noch MJ, der auch von Mev rausgenommen wird. 2 zu 0. Für das Team um Scrampy. Jetzt sind wir hier Farmers gegen. Ach, wir sehen sogar noch eine MP auf CT-Seite bei Huami. So, zwei jetzt hier Closer Mitte wollen sich wahrscheinlich hochboosten. Ja, mal gucken, ob jetzt der Boost kommt, wenn der Molotov weg ist. Ja, Boost kommt. Und das wird jetzt interessant, ob er den Frag da setzen kann. Da wird jetzt gegengeboostet. Silbermeister geht da voran und wird, denke ich mal. Oh, kann den Frag setzen an. Väter kann auch noch Whitebox direkt ansagen. Und Bombe liegt jetzt da immer noch in Mitte drinne. Mit Garage. Boah, mir steht schon im Vent. Was gar keine schlechte Position jetzt ist. Irgendwas zu setzen und zeigt sich da auch nicht. Zeigt sich dann doch nochmal. Jetzt ist er natürlich bekannt, Kimme. Kann ihn da ansagen. Und jetzt wird er da nur noch Richtung B aus dem Vent rauskommen. Bombe verschiebt doch schon so langsam nach B. Mal gucken, ob Huami da fällt jetzt in Checkers. Damit sie da auf den B-Spot kommen. Mutthoff lässt sie da wieder nicht durch und jetzt. Mit die Zeit auch so langsam knapp 35 Sekunden noch auf der Uhr und sie standen halt sehr, sehr lange vor B und da kam der Molotow genau im richtigen Moment, damit sie nochmal rotieren mussten. Das Problem ist, dass jetzt die Legion Last Alive hier als letzter noch auf dem Asphalt steht. Alle anderen haben schon rotiert. Highway kommt auch schon. Scrampy geht jetzt hoch und kann da einen machen, kann da zwei machen. Wichtige Frags. Und damit ist MJ und Kimmer noch. Der kommt von Mitte über Highway. Konnte das Scrampy rausnehmen. Müsste jetzt gegen Onspot und Highway facen. Kommt er die Smoke rein? Huami mit dem Frag. Nimmt Highway raus. Und jetzt ist der Quad. Ich weiß nicht, ob Mev ihn da gesehen hat. Den sollte er gesehen haben. Setzt den Frag mit einem Headshot. 3 zu 0 für United Gaming. Ja, der Molotov kam halt super ideal, weil die Jungs wollten gerade den Go starten auf T-Seite.
und konnten halt einfach nicht durch den Molotow pushen, da schon Granaten und so weiter Damage gemacht hatten und mussten da dann wirklich nochmal komplett rotieren. Und ich weiß nicht, wer es war, ich glaube Legion stand dann noch auf A on Spot und dann kam direkt Scrampy über Highway verschoben und konnte dann direkt zwei Frags setzen. Dadurch war halt auch der Go direkt unterbrochen und kam da nur noch on Spot, konnten die Bombe legen, aber war dann zwei gegen zwei Situationen, aber der Frag an Highway hätte nicht fallen dürfen. Der Highway-Spieler hätte auf jeden Fall Frag setzen müssen. Die stehen jetzt hier vor A. So. Wir haben jetzt hier vier Main, die alle geflasht sind. Und MJ hat jetzt hier vielleicht eine Schlüsselposition. First Track! Max! MJ fällt auch direkt. Und Max verschiebt jetzt hier direkt wieder und da fällt ein Frag nach dem anderen. Naomi Kana, die hat auch noch einen Frag setzen. Jetzt ist hier 4 gegen 1. Sie fallen immer super schnell, wenn sie da on-spot sind. Das ist halt einfach super ärgerlich. Für die Jungs von Monice, dass sie da einfach nicht komplett on-spot kommen. Ja, SteelSeries. Nee, ich möchte nicht updaten. Danke. Und das ist halt super ärgerlich. Sie kriegen halt hier... Zweimal haben sie die Bombe gelegt gekriegt, aber mit wie vielen Leuten sich auch immer überlegen. Hier mit 4 Leuten, hier mit 4 Leuten, da mit 3. Ja, und dadurch einfach jetzt schon dieses Moneypolster da. Jetzt sind wir auch auf beiden Seiten zum ersten Mal ein AWP. Gucken, wo die sich aufbaut. AWP steht hier auf K. Wollen wir in der Whitebox gucken. Cetis lassen jetzt den B ein bisschen offener, haben jetzt nur einen in Checkers stehen. Gehen wir wieder hier an der Mitte. Ist noch keiner gefallen. Eine Minute noch auf der Uhr. Mal gucken, jetzt sollte der Frag aber fallen, der First Track für Monice. Kimmy nimmt das Scrampy raus. Bombe immer noch sehr, sehr weit hinten, liegt immer noch vor Main. Jetzt einen wieder auf B-Spot abgestellt. So, Molotovs kommen on Spot und es wird auf jeden Fall der A-Go. Weil für den B-Go reicht die Zeit nicht mehr. 25 Sekunden noch auf der Uhr. Und jetzt muss so langsam der Go kommen. Ah, da verschießt er, kann er den Klick auch nicht setzen. Sind sie jetzt on-spot, das könnte die Chance sein. Fehlt er, hat er jetzt die Schlüsselposition, kann er einen Flex setzen. Kann er einen zweiten machen, Kimmel kommt hier schon über Z. Und jetzt heißt Xiaomi gegen 3. Kann er direkt Kimmel rausnehmen, der die größte Gefahr für ihn war. Der da ihn backsteppen wollte, 1 und 2. Kein geflasht, AWP bekannt, Quad wird rausgenommen, AWP gegen AK jetzt hier. Silbermeister gegen Naomi und da kommt die Tech 9 und er gibt ihm den Headshot zum 4:1 für Monice mit ihrer ersten gewonnenen Runde. Wir sehen das wieder, ja, die Jungs von Scrampy konnten hier nochmal komplett kaufen. Natürlich Matthew mit einem schönen First Track in Main rein. Nimmt ihn da direkt raus, pickt da einmal rein, zieht sich auch schön direkt zurück. Manche Spieler sind ja so durstig nach Kills, dass sie dann nochmal reinpicken und meistens werden sie einfach fallen. Merkt ihr einfach, pieke niemals zweimal an der gleichen Stelle hintereinander, weil der Gegner wird dich abaimen. Bombe liegt hier noch jetzt T-Spawn am einen, jetzt close am B. Max steht ja schon bereit, jemanden rauszunehmen, wenn jemand B pushen würde. Aber das wird nicht der Fall sein. Ich
Jetzt kommt so langsam Bewegung da rein. Kimme geht jetzt hier Mitte vor. Und wird da direkt rausgenommen. Scrampy hier mit dem Frag. From Highway aus. Booster war jetzt auch bekannt. Bombe rotiert jetzt Richtung B. Und es wird der B-Go, wo Fetal steht. Mit seiner Farmers. Kann er den Frag nicht direkt setzen. Muss er nochmal nachsetzen. Geht jetzt auf 6 AP. Molotov nimmt ihn da raus. Scrampy jetzt hier mit einer wunderschönen Position. Beide flasht. Kann ihn da rausnehmen. 2 T ist jetzt on spot. Erster fällt. Und Max fällt dort auch noch zum 5:1 für United Gaming. Konnten da die Bombe nicht mal planten. Da waren die CTs zu schnell vor Ort und konnten sie davon abhalten. Wie der Bot schon sagt im Chat, einfach mal auf YouTube abchecken, da gibt es dann nachher den Pass-Broadcast. In der Zutaten B mit Hass kommt jetzt hier. Erster raus. Das kann er noch einen zweiten machen. B-Spieler fällt direkt. Oh, da darf Scrampy eigentlich nicht nochmal phasen. Doppel-AWP auf CT-Seite. Wir sind jetzt hier on-spot. Bombe kann jetzt hier gelegt werden. Und wir haben alle CTs hier vom CT aus stehen. Mein Heaven stehen 2 CT. Und keiner will irgendwie über Wendt kommen. Da wird er von 2 Leuten direkt abgedeckt, der Wendt. Und da fallen nur so die Frags. CZ, MJ mit dem Frag und Mav jetzt hier gegen MJ. Und das wird das sehr sein. Verschießt sogar. Aber Fetal von uns mal holt sich den Frag. Scrampy kann in Ruhe diffusen. Sechs zu eins für United Gaming. Basti ist im Übrigen seit neuestem Veganer. Mach mal ein wenig den Sound lauter, wenn du das kannst. Klar kann ich das machen. Natürlich geht das. Ich hoffe, es ist so besser. Sag, wenn es zu laut ist. Oh. Ich bin kein Veganer. Ich mag Fleisch und Spekulatius. So, jetzt hier die Pistole. Runde für die Jungs. Oh, mit der Diegel hier. Und Fetal pusht da rein, während Silbermeister hier im Reload sitzt. Und da kommt der Spray und Legion schnappt sich einfach die 2 Headshots im Spray mit der AK. 7:1. Sie kommen halt nicht ans, das ist das große Problem einfach. Da würde ich mir wünschen, dass einfach mal Monais in eine Smoke-Wand legt und einfach dann on-spot geht. So dass sie einfach gar keine Chance haben, irgendwie abgeschossen zu werden, gefrackt zu werden. Und sie einfach nicht gehindert werden können, auf den Spot zu gehen. So eine schöne Smoke-Wand aus 3-4 Smokes. Geht auf dem B-Spot auch sehr, sehr gut, wenn du einfach on-spot komplett alles zu smokes. Whoop! Fetal geht auf 70 HP, wird er durch die Door angebankt. Wenn man das so sagen darf. Bombe ist jetzt auch schon Main. Vor B haben sie keine Maschinen anstehen, am Vent. Kimmel steht noch hier in der Mitte. Was? 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 What the fuck? Wo spielt Monais? Das ist Monais Rookie Team. Strong Gaming Cup. What the fuck? Und einfach sich den AK-Frag da durch die Smoke. Okay, kann man mal machen. Also ich habe definitiv nicht gesehen. Kann natürlich an dem GoTV liegen. Ja, also klar, ich finde, man sollte auch einen Unterschied zwischen Rookie und Main Team spüren. Andererseits wäre es auch ziemlich mies fürs Main Team, meiner Meinung nach. So, wieder hier eine Eco für die Jungs
Von dem Monice. Oder sagst du, der klickt nicht? Main kann auf jeden Fall gecallt werden. Door ist auf jeden Fall auch gecallt. Die ganze Zeit auf und zu geht. Omi nimmt da den ersten Main-Spieler raus. Schönes Ding von Legion. Und das ist das Spiel, in das es fein ist. Legion hat einfach komplett den Fokus auf sich gerichtet durch den Frag. Und Omi konnte da einfach stehen, Highway, und ihn einfach da Door rausnehmen. Sowas darf nicht passieren. So, was darf ich jetzt hier am Max, jetzt hier an B. Kann da einen Spieler noch rausnehmen. Wird aber dann gefällt von Scrampy. 9 zu 1 damit. So, es darf halt nicht passieren. Das sind einfach Fehler. So, nur weil du Fokus hast auf jede Position. Aber Highway hätte eigentlich angesagt werden müssen. Denn Highway hatte schon Frag gesetzt, Main drinne. Der muss gecallt sein. So. Und dann verstehe ich nicht, warum man dann da faced und dann direkt auf Full Focus Quad setzt. Großer Fehler. Darf nicht passieren. Der Mev geht jetzt erstmal in die Pause. Hat den knappen 80er Ping oder 70er Ping. Und damit ist natürlich ein bisschen schwer zu spielen, natürlich. Hat er immer so ein bisschen den Nachteil gegen Leute, die einen 20er Ping haben. Oh. Maxi mit den Inhuman Reactions duckt sich da vor der Flash. Also hätte er mit der Smoke gerechnet, dass dann nochmal der Go. Und sie wollen jetzt hier auf B den Frag setzen und dann den Go spielen. Aber sie wissen gar nicht, dass... Oh, kriegt er Full Flash. Den Frag. Max, schönes Ding. Auf geht's jetzt hier für die Monarchs. 2-on-4. Da fällt der Frag, aber er ist auch Full Flashed. Und Tomio kriegt er auch noch durch die Smotation von Naomi. 10 zu 1, es scheint ja einfach gerade gegen United Gaming einfach kein Gras gewachsen zu sein. Zumindest nicht auf Seiten von Monice. Und das ist natürlich sehr, sehr mies. Und ich weiß, dass es auf Mirage ein Match gab und ich weiß auch, dass mir ein Spieler von Monice mich vorher angeschrieben hat, dass Cache deren stärkste Map ist. Wir warten mal dann darauf, auf die CT-Seite dann gleich, weil ich glaube, auf T-Seite werden sie hier nicht mehr viel machen können. Z für Fahrstuhlmusik. Ungefähr so. Ich glaube, so ist es am angenehmsten. So, können jetzt weitergehen. In der 12. Runde. Mal gucken, ob die Jungs sich jetzt hier nochmal auch auf Seiten von Monice hier nochmal besprechen konnten und vielleicht jetzt doch was haben, was sie ausprobieren können. Weil es muss ja Alternativen geben, weil sie einfach mit ihrem Konzept hier nicht weiterkommen. Molotow liegt natürlich perfekt hier gegen Kim. Oder da liegen zwei Molotows. Beide erreichen Quad nicht und damit abgesmoked. Und darf nicht passieren. Also ein Molotow hätte da mindestens einfach Z drin liegen müssen. Lagen beide davor, dann kam die Smoke da drauf, damit ist der eine Molotow eh komplett useless. Und Max, hä? Schießt einfach gar nicht. Chef vor dem Gegner.
Und da face er direkt zu weit rein. Also da fehlt dann auch so ein Sidestep einfach mal. Also einmal kurz reinpieken und direkt wieder weg, damit du einfach gucken kannst, ob da ein oder zwei oder drei Gegner stehen. Ja, das sind ja so Kleinigkeiten, die mir fehlen. Ganz normal piekt, man piekt einfach nicht so einen halben Meter rein. So, besonders wenn da so viele Ecken sind, da ist ja die Aussparung noch. Das sind alles so Fehler, die natürlich für so einen Rundensieg wichtig wären. Mav hier schon wieder in Main drin, ne? Will der den Frag haben. Granate macht der Tobio auf 60 HP. Achso, ist das ein Mate, lol. Und da kommt der Go. Das schöne Ding hier von Mav geht auf Close Distance mit seiner AWP, mit der Pistole, Feta und Mav hier mit jeweils einem Frag. Und dann ist das 3 gegen 3. Saugeil. Legion spread einfach auf den auf Ikime. Kriegt aber den anderen Mate, weil der Mate von Gibbet einfach reinrennt. So kann man natürlich auch Runden abgeben. Kimi, schönes Ding hin und kann den Frag setzen an Scrampy F2. Damit ist die zweite Runde jetzt hier auf dem Gotter vorne, Monice. Und sie müssen Runden machen, sonst wird das hier nichts mehr. So, AWP auf beiden Seiten. Ja, Übung fehlt auf jeden Fall und auch diese Eingespieltheit. So fehlt auf jeden Fall, weil selbst die Eco sitzen nicht. Selbst für die Eco brauchst du halt irgendeine Taktik oder ähnliches. Einfach ein Konzept. Und das gibt's halt einfach nicht. Die laufen einfach quer wild durcheinander. Und so gewinnst du natürlich keine Eco-Runde. Was auch so ein Punkt ist einfach, sie laufen halt einfach einzeln. Das ist ein Riesenpunkt einfach. Du hast halt dann dafür einfach keine Möglichkeit, einen Refrag zu setzen. Und du verschenkst halt einfach. Du gehst in One-on-One-Duelle. Was definitiv nicht der Sinn ist, wenn dann tradest du One-on-One. Aber, also 1-für-1. Aber ist natürlich ärgerlich, dass man dann solche Duelle einfach nicht sucht, sondern einfach immer ins One-on-One-Duell geht und meistens dann einfach durch die Aim-Schwachheit, die einfach Monice Rookie gerade hat, einfach jedes Duell verliert. AWP sitzt der Frag, Säbemeister an Scrampy, One-on-Two. One-on-One jetzt hier, Säbemeister auf 44 HP gegen Fetal und Säbemeister kommt hier hoch und wird gefragt von Fetal 12 zu 2 damit zur 14. Runde. Wir gehen jetzt in die 15. Runde, die letzte Runde der Snipe-Zeit. Jetzt versuchen sie hier nochmal den Go, den sie auch hier in der ersten Runde schon gespielt haben, so ein bisschen. Über Door und Main. Erik, nein, BO1 ist ein John Game. Ich glaube, am 24. ist ja dort das Finale. Und dann wird rausgegangen Tobio hier mit dem Frag. Schönes Ding von Säbemeister. Und der Säbemeister last alive. Aber warum wurde da nicht Cat oben angesagt? Also das ist dann, er face dann Quad bzw. Onspot. Ist aber komplett ungedeckt, weil die Smoke einfach nicht für ihn liegt.
Ist halt einfach nicht abgedeckt von Balcony und wird dann einfach gefragt. So, und das sind also Dinge, die ich nicht verstehe. Da fehlt auf jeden Fall einiges noch an Koordination. 13 zu 2 damit. Und jetzt gehen sie hier 3 über Booster. Schönes Ding hier von ihm. Die Bombe wird gelegt. Leben jetzt hier 4 gegen 3. Und da sieht man wieder, dass sie einfach die Aim-Duelle verlieren. Da ist er full-flashed und der Säbemeister fällt auch. 14, man kann gar nicht so schnell zwischen den Gegnern herschalten, wie sie fallen. 14-2, möglichen 2 Runden. Wo haben die echt Mitte so lau gedeckt? Ja, sind zu dritt durchgekommen. Mitte, einfach. Ich glaube, einer ist gefallen, aber du kannst halt, du musst dann mindestens, du musst im Mid-Go einfach, da musst du dann direkt Highway schieben. So. Aber sie denken halt 1A. Ja, hat Mev einfach mal seine eigene Medizin zu schlucken bekommen. Einfach Main reingepusht. 2 Leute Half-Life geschossen, Legion auf 30. Mev kriegt da die Rache. Und jetzt steht der Säbemeister mit der Deagle. Fällt auch gegen Scrampy. 5 on 3. Scout macht da einfach keinen Schaden. Also klingt wie ein Luftgewehr, macht keinen Schaden. Schönes Ding hier. Max nimmt das Scrampy raus, aber Vetal steht da schon. Close! Straight da rein, kann er einmachen. Das darf nicht passieren. Er ist auf 6 HP und fällt nicht. Also, das sind Fehler, die einfach nicht passieren dürfen. Du musst ihn da setzen. Du bist bekannt, er ist Low HP. Und dann den Frag nicht zu setzen, ist fatal. Und damit wird das jetzt auf jeden Fall die safe 15. Runde werden für das Team of Scrampy. Für das Team United Gaming. Ah, da habe ich mir echt ein bisschen mehr erhofft von dem Match, muss ich sagen. Besonders, weil ich ja mit den Teamkapitänen von den Teams jeweils mit einem Zuständigen gesprochen habe. Und ja. Und da wurden zum Teil große Töne gespuckt. Muss ich einfach mal so sagen. Bezüglich Überfahren und so weiter. Leider ist das nicht passiert. So, Turbo jetzt hier mit einer Deagle unterwegs. Mitte kann Mev direkt Max rausnehmen. Und jetzt ist es hier 3 on 4. MJ steht hier noch auf dem A-Spot. B sollte eigentlich ein Kreuz sein. Guck mal, die sind schon. Welche will ich, dass Legion jetzt hier schon CT steht? Ja? Turbo wird jetzt hier reingehen, kriegt direkt das Gesicht. Und Legion hier mitten im weiteren Frag.